Schweiz ist ein teures Pflaster, das geht, durchgeht. Ich meine, in Italien, dort, wo wir, ich würde so sagen, dass italienische Clubs geben 3 bis 4 Mal weniger Geld aus für nicht mit Entlohnung verbundene Kosten als wir. In der Mischung irgendwo zwischen Mäzenatentum und Investment ist ja ein Businessmodell entstanden. Aus dem Not. Aus der Not heraus. Ja. Und um das einfach denen zu erläutern, die hier im Raum sind, Sie haben ein Scouting-System wahrscheinlich, wo Sie sehr frühzeitig Spielerinnen nach Zürich holen, denen das Umfeld geben. Im Prinzip, wenn man ein Modell beschreibt, ist es nichts Neues. Ja? Es ist in Fußball versuchen, jeder, der hat einmal im Leben Ball gesehen, das irgendwo durchzuziehen. Und gibt 10.000 Agenten, Kontragenten, was weiß ich, die etwas kaufen, verkaufen. Und das ist nichts Neues. Wir haben das einfach mit dem Erfolg gesetzt, weil wir sind aufgetreten als Club und nicht als Manager, nicht als Agenten. Ja? Wir haben in dem Sinne gesagt, okay, wir werden diesen Standortnachteil. Und dieser Standortnachteil, das heißt Schweiz in sich selbst und dann noch Zürich in der Schweiz. Das ist doppelte Nachteil. Ja? Wir werden versuchen, das irgendwo auszugleichen. Erste Jahre, wirklich erste 5 Jahre, bin ich ganze Woche, 7 Tage pro Woche rundum gelaufen, Sponsoren gesucht, Vorsprechungen gemacht und so. Auf dem Tisch getanzt, alles gemacht, was ich konnte, und das war ziemlich mager. Ja? Okay. Und schon hat etwas gebracht, aber mager. Dann haben wir gesagt, wie können wir das kompensieren? Und es gibt wenig. Entweder geht man auf begeisterte Leute, die können wie Mäzenen oder sowas auf von Purdue etwas beisteuern. Oder man versucht ein nachhaltigeres Modell. Und das Modell war damals, ich würde sagen, ab 2004 nach Olympischen Spielen in Athen, ist weltweit Volleyball als professioneller Sport an Fahrt gewonnen. Und da würde plötzlich die neue Märkte offen und die Spielerinnen, die könnten viel mehr verdienen als früher. Das war mehrfach mehr als früher, sagen wir so, als vor 2004. Und das haben wir diesen Trend, oder ich habe diesen Trend gleich am Anfang angesehen und ich habe gesagt, jetzt gut, wir müssen jetzt bei Volero konzentrieren, diese Anzahl von Spielerinnen, die mit uns zusammen zu wirtschaftlichem Erfolg kommen. Ja. Und wohin werden die Spielerinnen denn dann verkauft? Also ich meine, hier im Publikum, glaube ich, kann sich kaum einer vorstellen, dass es ähnlich wie beim Fußball Transfersummen gibt für Spielerinnen. Oder ist das so? Ich sage umgekehrt. Im Fußball funktionieren wir so, dass wir zwischen Clubs Transfersummen lösen, die angenehm oder sehr angenehm sind. Und Spieler selbst gehen weiter mit ihren Saläre, vielleicht ein bisschen Verbesserung. Bevor TPO ins Spiel kam, da war auch Möglichkeit, dass Spieler auch partizipiert an diesem Transfer. Aber da waren damals die Transferrechte wurde verkauft, von Club A zu Club B. Und ganz wenig wurde ausgeliehen und Ausleihe bedeutete meistens finanzielle Nachteile. Das heißt, Club, die ausleiht, muss manchmal auch dazu noch zahlen, dass er dort spielt. Genau, in Volleyball haben wir umgekehrt gemacht. Wir haben gesagt, die Interesse jetzt Spieler, aber einen Punkt einfach zu verkaufen, wie im Fußball, ist gering, weil der Markt ist viel kleiner. Wir haben wesentlich kleinere Markt, obwohl wir sind die größte Sportart, viel größer als Fußball. Von der Beschäftigung, wirklich, das weltweit muss man sagen. Weltweit gesehen, ein bisschen so außerhalb Alpen, so zu schauen, dass wir sind größer. Aber professionelle Markt ist überschaubar. Fußballische professionelle Markt ist finanziell ganz anders. Und so haben wir gesagt, ja gut, jetzt müssen wir Modelle aufbauen, nicht auf einfach einmal verkaufen und vergessen, sondern ausleihen. Und die Modell war nicht, Sportrechte zu verkaufen. Modell war, Sportrechte auszuleihen, Spieler auszuleihen. Und Gesetzgebung hat uns ganz klare Grenzen gesetzt. Maximale 5-jährige Bindungsverträge. Okay. Länger würde nicht gehen, einfach übermäßige Bindung. Dann müssten wir innerhalb von 5 Jahren, und das musste ab 18 laufen, alles was zuvor, wie im Fußball, muss man danach ersetzen. So 18 bis 23 muss man versuchen, entdecken, verpflichten, quasi spielen lassen, entwickeln, hochbringen und danach ausleihen und danach noch ein paar Jahre mit wirtschaftlich mitverdienen. Das war das Modell, das hat mir angesetzt seit 2010. Okay. Spieler sind nicht dumm. Die verstehen vieles besser als wir. Und die kommunizieren innerhalb der Volleyballgemeinde, kommunizieren miteinander viel mehr, als wir denken. Das meinen Sie, die Preise sind transparenter, als ich das vermute? Ja, als wir es haben wollen. Okay. Ja, die sind transparenter.
Und so, man muss eigentlich Spieler auch bei der Ausleihe Anteil an wirtschaftlichem Erfolg zugewiesen. Okay. Ja? Okay. Das heißt, wenn nach Vertrag sagen, wir müssen 100 bekommen und sie geht irgendwo, wo wir 200, dann muss sie ihre 30 oder 40 Prozent davon, ja, davon bekommen. Okay, dann, ist es ja dann merkt sie, okay, ich werde vom Club fair behandelt. Ja. Und Spielerin kann immer noch sagen, ich will es nicht. Mhm. Es besteht kein Zwang, nur innerhalb der Konföderation. Mhm. Wenn wir jetzt eine Spielerin bei uns spielen, viele in Korea, in Japan, in China, in Brasilien. Das passiert nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von Spielerinnen. Für uns zum Beispiel im Volleyball die Bedeutung von Ausleihmodell besteht je nach Jahr, das ist wie bei Wein. Ein gutes Jahr, ein schlechtes Jahr. Ja, je nach Jahr zwischen Drittel und Hälfte unseres Budgets decken wir durch Ausleihe. Wenn man aus unserem Standort ein so Modell oder ein so Team zustande bringt, und das macht uns auch stolz, das ist auch gewiss stolz, dass wir nicht einfach dabei sind, sondern wir bestimmen die Musik im Volleyball. Besseres Schlusswort wüsste ich nicht. Dafür für die Musik und auch, dass Sie uns das sehr bildhaft dargestellt haben. Ganz großer Applaus und ganz viel Erfolg in der Zukunft für Volero. Danke. Und sicherlich auch für die Grasshoppers. Ganz herzlichen Dank, Steph Jacobi. Danke.